Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitfeiernde, hier auf unserem Kirchplatz freue ich mich, dass so viele versammelt sind. Ich darf aber auch die willkommen heißen, die zu Hause uns an den Bildschirmen verfolgen. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Wir feiern heute unseren Ordenspatron, den heiligen Benedikt. Er, Benedikt, der Gesegnete, der uns Menschen einlädt, dass wir auch selber zu gesegneten Menschen werden. In diesem Jahr, heute, gedenken wir besonders auch an unsere Oblatengemeinschaft, die vor 125 Jahren hier in St. Ottilien mit drei Männern, die hier in St. Ottilien gearbeitet haben, begonnen hat. Die Oblatengemeinschaft hat insgesamt schon über 650 Mitglieder gehabt und ja, Oblate heißt eigentlich so, dass ich mein Leben hingebe, aber dass ich nicht unbedingt im Kloster leben möchte. Dass ich die Regel des heiligen Benedikt so für meinen Alltag verwirkliche und versuche, immer wieder meinen Alltag auch zu unterbrechen, Pausen zu machen und Gott einen Platz zu geben. Es gibt ein Buch, das heißt Obdachlos katholisch. Viele Menschen sind zwar katholisch, aber fühlen sich nicht mehr beheimatet in unserer Kirche. Und ich denke, es ist vielleicht gut, auch gerade unsere Obladengemeinschaft zu spüren. Ja, da habe ich eine Beheimatung, da bin ich einem Kloster angeschlossen. Jetzt kommt der Werbeblock, wer noch nicht dabei ist, kann dazugehen. Ich darf ganz herzlich auch unseren Diakon Heiko Jung, der Obladenrektor ist, zusammen mit unserem Pater Tassilo willkommen heißen. Und ich danke dir und euch allen, liebe Obladen, dass ihr unser Kloster auch unterstützt, dass ihr so mit uns verbunden seid. Im Voraus danke ich schon unserem Chor Ottilia Capella, dass ihr uns heute unterstützt, unsere Blasmusik, die ganzen Techniker, was alles so dranhängt, dass das hier geklappt hat. Martin, wir geben jetzt am Anfang einen Applaus, dann ist das auch. Der heilige Benedikt ist der Patron Europas. Er wirkt weit über unsere Grenzen hinaus und die Benediktiner, auch wir Missionsbenediktiner, sind eigentlich auf der ganzen Welt verstreut und versuchen, den Gedanken des heiligen Benedikt weiterzutragen. Wahrhaft Gott zu suchen, der Liebe zu Gott nichts vorziehen und das, was wir tun, damit in allem Gott verherrlicht werde. Halten wir uns so vor Gott hin, in all dem, wo wir vielleicht Liebe schuldig geblieben sind und stimmen ein in das Kyrie. Er lasse uns unsere Fehler nach, unsere Sünden und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns im heiligen Benedikt einen Meister und Lehrer geschenkt, der uns anleitet, dich zu suchen und dir zu dienen. Gib, dass wir der Liebe zu dir nichts vorziehen, sondern voll Freude und Zuversicht auf dem Weg deiner Gebote dir entgegengehen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht der Herr: Wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne die Erde zu tränken und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich will, und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe. Wort des lebendigen Gottes. An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des Sees. Da versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot und setzte sich. Und alle Menschen standen am Ufer. Und er sprach lange zu ihnen in Gleichnissen. Er sagte: Siehe, ein Sämann ging hinaus, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat.
Ein anderer Teil aber fiel auf guten Boden und brachte Frucht, teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben es gerade im heutigen Tagesevangelium gehört. Wer Ohren hat, der höre. Ja, es ist so eine Sache mit dem Hören. Da gibt es die schöne Geschichte von dem Indianer und dem Weißen, wo die zwei spazieren gehen in der Stadt. Und der Indianer sagt, hörst du auch das Geräusch der Grille? Und der weiße Mann sagt, hier in der Stadt, das Geräusch der Grille, du hast ja einen Vogel. Da hört man Autos, da hört man Geschrei, alles Mögliche, aber eine Grille, nein. Und der Indianer geht an eine Hauswand, an einem Efeu, und tatsächlich, da ist eine Grille. Verwundert sagt der weiße Mann, oh, oh, oh. Aber ihr Indianer habt einfach ein besseres Gehör. Daraufhin sagt der Indianer zu ihm, das glaube ich nicht, ich werde es dir beweisen. Und er nimmt ein Geldstück und wirft es auf die Straße. Und jetzt traut sich wahrscheinlich niemand. Dann kommt gleich der Erstbeste und glaubt auf, schiebt in die Hosentasche und weg. Ja, sagt der Indianer, siehst du, das Geräusch des Geldstücks, das war nicht lauter als das der Grille. Aber das haben die Menschen gehört. Man hört manchmal nur auf das, worauf man zu hören gewohnt ist. Ja, wir sind vielleicht auch so Gewohnheitshörer, was wir schon kennen, und die Ohren für etwas aufzutun, was uns vielleicht ganz neu bewegen möchte, fällt oft schwer. Es braucht oft Geduld, bis so ein Ton verklungen ist. Manchmal geht es uns auch so, wenn wir mit Menschen reden und zuhören, wo vielleicht innerlich so eine kleine Aggression hochkommt und sagt, jetzt dürft ihr aber schon aufhören. Der Pater Cyril hat mir heute auch schon gesprochen. Wie lang ist der Predigt? Eine Seite? Manchmal ist es so, dass wir uns schwer tun mit dem Zuhören, weil wir schon unsere Gegenargumente haben. Wir lassen den anderen gar nicht ausreden. Gespräche missglücken, eskalieren oder man redet aneinander vorbei. Während er noch redet, höre ich schon nicht mehr richtig zu. Zu sehr bin ich selber mit meiner Antwort beschäftigt. Wir meinen oft, ja, die anderen können nicht zuhören, ich selber schon, das kennen wir ja oft auch so. Man müsste im Leben was ändern, aber bitte schön nicht bei mir anfangen. Die anderen sind es oft, wo man meint, dass die schlecht hören. So wie ein Mann, der zum Arzt geht und sagt, meine Frau hört nicht mehr gut. Was soll ich machen? Der Arzt gibt ihm den Tipp, einen Test zu machen. Als der Mann nach Hause kommt, sieht er, dass seine Frau gerade kocht. Und so geht er 3 Meter hinter sie und fragt, Schatz, was kochst du Gutes? Er bekommt keine Antwort. Geht 2 Meter hinter sie und fragt nochmals, Schatz, was kochst du Gutes? Wieder bekommt er keine Antwort. Jetzt stellt er sich direkt hinter sie und fragt nochmals. Da dreht sich die Frau um und schreit, zum 3. Mal Bratkartoffel!
Ja, wir meinen oft, dass andere Menschen nicht so gut hören und merken gar nicht mehr, dass es in unserem Gehör Verstopfungen gibt. Und Jesus bringt uns heute dieses Gleichnis vom Sämann. Vom Sämann, der seinen Samen aussät und wo wir hören, ja, der Same trifft auf ganz verschiedenen Boden. Er trifft auf ganz verschiedenes Gehör. Da gibt es die Menschen, ja, die zu sind. Da ist alles vollgestopft. Ich nenne sie mal die Asphaltmenschen. Da geht nichts mehr rein. Und wenn da Jesus sein Wort aussät, wie wir am Eingang gehört haben, lebendiges Wort, und er eine Resonanz möchte, dann klingt es ungefähr so. Es klingt nicht mehr. Der Same kann nicht aufgenommen werden. Wir sind zu. Wir haben so viele Dinge im Kopf. Hören allein reicht nicht. Man muss auch verstehen wollen. Und demjenigen, der nicht verstehen will, werden auch die guten Anlagen weggefressen werden. Es gibt keine Resonanz mehr. Vielleicht müssen wir uns auch selber fragen, wo bin ich schon abgestumpft? Abgestumpft in dem Sinn, ja, geht schon, machen wir halt weiter so. Ein abgestumpftes Herz bedeutet, die Seelenkraft ist verletzt, die Hoffnung ist getrübt, das innere Leben wird seiner Freude beraubt. Wir sind vielleicht manchmal hart geworden, unerbittlich. Und da, wo ich hart geworden bin, wo nichts mehr in mich hinein kann, da wächst auch keine Hoffnung mehr. Und ja, das ist doch unser Glaube, der uns diese Hoffnung geben möchte, der in uns wieder neues Leben wachsen lässt. Und dann gibt es den zweiten Typen, wie Jesus heute uns im Evangelium sagt. Das sind die, die ganz schnell begeistert sind. Halleluja! Ich nenne es die Event-Christen. Die kommen immer bloß, wenn was Besonderes los ist. Heute ist natürlich eine Ausnahme. Menschen, die schnell begeistert sind, wenn es um religiöse Events geht. Hauptsache bunt, ekstatisch. Und bei den ersten Unbequemlichkeiten wird der Glaube erstickt. Das gelingt in der Zeit des Smartphones, des WhatsApps und der gesamten Reizüberflutung immer schwerer. Und dann entsteht auch sowas wie eine innere Leere. Schon im Alltag tauchen Missverständnisse durch schlechtes Zuhören auf, durch die Einbildung, vieles gleichzeitig tun zu können. Man hat ja mal gesagt, die Frauen können mehr Dinge nebeneinander machen als die Männer. Aber die Frauen werden es wissen. Autofahren und E-Mails schreiben an Stellen, wo die Ampel auf Rotlicht steht. Risikolenker versuchen es sogar während der Fahrt. Und wir verschanzen uns manchmal hinter Floskeln und Fassaden und da wächst keine Hoffnung. Da ist die Begeisterung ganz schnell weg, weil wir keine Wurzeln haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich beobachte das auch gerade bei Menschen, ja, die vom Glauben oft gar nichts mehr wissen, keine Ahnung mehr haben. Wenn ich da oft ins Gespräch komme, dann wundere ich mich, dass so ganz einfache Dinge, der heilige Benedikt, aha, der hat einen Orden gegründet, ich sage, ja, da gehöre ich dazu, schön. Ich sage dann, der heilige Bernhard hat auch einen Orden gegründet. Ach so? Ich sage, das sind aber keine Bernhardiner. Das sind die Zisterzienser, der Reformorden der Benediktiner. Und dann die dritte Art von, ja, Boden, die Jesus uns heute im Evangelium sagt, das sind, nenne ich mal, die Konventionschristen. Der Same geht auf, aber dann kommt die Sorge, Sie kennen das alle, die nächste Sorge, die Nöte, aber auch die Erfolge, die sind auch etwas, was uns manchmal die Luft zum Glauben abschnürt. Es bleiben dann vielleicht noch die schönen Erinnerungen an die Ministrantenzeit, das höre ich öfters. Herr Pate, ich bin aus der Kirche ausgetreten, aber ich war für meinen Ministrant. Dann sage ich immer, dann weißt du ja, dass es nur Wein und Wasser gibt. Ja, ja, den haben wir immer ausgetrunken. Es bleiben vielleicht noch diese Erinnerungen, doch die Kirchensteuer wird irgendwann lästig und eingestellt. Ja, die Sorgen und Nöte, die uns oft
ja so vollstopfen. Und dann klingt es auch so. Der heilige Benedikt sagt, es sind oft so die Gedanken, die uns wegnehmen, die uns nicht mehr in Verbindung sein lassen zum Glauben. Und er sagt, man soll seine Gedanken nehmen und sie am Fels Jesu Christi zerschlagen. So hart nimmt er das Wort. Weil ehrlich doch unsere Gedanken, da ist doch manchmal auch viel, Entschuldigung, wenn ich das so sage, Schmarrn dabei. Was wir alles zusammendenken. Sie kennen das Lied, noch ein Schlager, wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Die alten Mönchsväter sagen, Gedanken sind wie Affen. Wenn es hinten unterschickst, kommen es vorne wieder rauf. Und es ist gar nicht so leicht, sich von diesen Sorgen, von diesen Nöten, von diesen Gedanken zu befreien und wirklich offen zu sein, so wie eine Schale. Offen zu sein für das Wort Gottes, dass wenn es uns trifft, dass in uns noch was zum Klingen kommt. Was hören wir uns oft alles an? Es gibt viele Dinge, liebe Schwestern und Brüder, die sind nicht mehr hörenswert. Gottloses Gerede, ein Jammern, ein negatives Reden, all das wird uns weder aufbauen noch weiterbringen. Und ich appelliere hier auch an den Journalismus, ehrlich zu recherchieren und nicht irgendwo reinzuhauen und irgendwas niederzumachen. Aber anscheinend wird das mehr gelesen als das andere. Wenn wir uns immer nur negative Dinge anhören, dann werden wir selber einmal anfangen, so zu denken. Und wir werden nur noch auf die negativen Dinge im Leben hören. Und dann wird uns für uns das Negative zu einer größeren Realität als die Verheißung Gottes. Wir sind beschäftigt, unterwegs, unter Druck und es wächst keine Hoffnung mehr. Und dann gibt es den vierten Typ, den Jesus uns schildert. Ich nenne ihn mal wie eine offene Schale, wie ein Humusreich, wo der Same Gottes aufgehen kann. Im Dreischritt von Hören, Verstehen und Frucht bringen vollzieht sich ein reifer Glaube. Und der Glaube braucht auch oft Geduld, auch Geduld mit sich selbst. Sie kennen das Gebet, lieber Gott, schenk mir Geduld, aber sofort. Sein Wort muss in uns aufgehen. Es ist wie in der Natur, der Same braucht auch Zeit aufzugehen, so auch der Glaube. Und es kommt nicht darauf an, dass wir es intellektuell verstehen, sondern es kommt darauf an, dass sein Wort uns ganz ergreift, in uns Wurzel schlägt und dass wir dann ganz persönlich angesprochen sind von seinem Wort. Der heilige Benedikt nennt es Hören mit dem Ohr des Herzens. Die Diözese Augsburg feiert den heiligen Ulrich in diesem Jahr auch mit dem Ohr des Herzens hören. Der heilige Ulrich war ja schließlich Benediktiner und seine Quelle ist die Regula Benedicti, wo er dieses Wort mitnimmt. Ich weiß jetzt nicht, wie oft der heilige Ulrich das gesagt hat, mit dem Ohr des Herzens hören, aber unser Bischof wird schon wissen. Die Aufforderung höre steht als Aufforderung am Anfang der Regel. Und weiter schreibt der heilige Benedikt, wir haben das heute früh bei der Laudes vorgelesen, hören wir mit erschrecktem Ohr, was die Stimme Gottes jeden Tag uns zur Mahnung ruft. Wenn ihr heute seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Hört die Stimme des Herrn, der uns in seiner Güte den Weg zum Leben zeigt. Ich wandle Antoine-Exupéry um und sage, nur mit dem Herzen hört man gut. Und das Gehörte beherzigen, manchmal ist ein weiter Weg vom Kopf zum Herzen. Darum sage ich zu den Leuten immer, sie sollen Kopfsalat essen. Wissen Sie warum? Weil der Kopfsalat hat sein Herz im Kopf. Das Gehörte beherzigen. Denn es bedeutet, dass du den Dingen, die du erkannt hast, in deinem Herzen, in deinem Herzenraum und in deinem Handeln Raum gibst. Und wer mit dem Ohr des Herzens hören lernen will, ich glaube, der muss oftmals den Lärm des Alltags hinter sich lassen, die Stille lieben, das Schweigen, sich nach innen wenden. Schweige und höre, so nennt es der heilige Benedikt.
Drum ruft uns die Glocke immer wieder, den Tag zu unterbrechen. Kein Musikstück ist spielbar ohne Pause. Und der heilige Benedikt lädt uns immer wieder ein, ja, wenn die Glocke ertönt, dann lass alles stehen und liegen und geh zu Gott. Mach eine Pause und lass dich vom Wort Gottes wieder neu inspirieren. Und wer mit dem Ohr des Herzens hören lernen will, der verzichtet bewusst darauf, den Marktschreien unserer Tage sein Ohr zu schenken, die sich von ihnen, die ihnen sagen wollen, was gerade in ist. Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht, wahrscheinlich sogar tragen wir nicht nur Humus in uns, das heißt, gut geerntet zu sein. Mein Freund Almar Gruber, der schon verstorben ist, hat gesagt, Glauben ist, gut geerntet und gut gehimmelt zu sein und in dieser Spannung zu leben. In unserem Humus ist vielleicht auch ein Felsstück, eine Hartherzigkeit, Sturheit, Formalismus. Aber wir haben beides in uns, gute Ernte, gute Voraussetzungen, aber vielleicht auch so manche schwierige Haltung. Und liebe Schwestern und Brüder, es ist nachdenkenswert, wie steht es bei Ihnen mit Ihrer Bodenbeschaffenheit? Müssen wir mal eine Bodenprüfung machen. Die können Sie selber am besten machen. Wo wir den Humus des Humors, der Gelassenheit, der Freude und des Friedens in uns wieder neu aufgehen lassen dürfen. Bei aller Schwerhörigkeit auch Gott gegenüber dürfen wir die Freude und die Hoffnung auf unseren Herrn wach halten. So wie, wo sich die zwei älteren Herren treffen, dann sagt der eine, wie geht es dir, Willi? Fragt er sehr laut. Gut, sagt er, aber du brauchst nicht so zu schreien. Ich habe mir nämlich ein sündhaft teures Hörgerät gekauft. Ach, was hat es denn gekostet? Gleich 21:45. Ja, mit dem Hören. Ich denke, die wesentlichen Dinge kannst du nicht machen. Die kannst du nur empfangen. Und du kannst dich empfänglich machen, wenn Gottes Wort dein Herz trifft, dass du zum Klingen kommst. Dann lade ich sie ein, nimm Gottes Melodie in dein Herz auf. So lade ich Sie ein, verlieren Sie die Hoffnung nicht. Bleiben Sie humorvoll, auch in schwierigen Situationen. Das brauchen wir. So wie der Gast im Restaurant sagt, Herr Ober, bei mir schwimmt ein Hörgerät in der Suppe. Und der Ober sagt, wie? Gottes Segen und bleiben Sie gesegnet, indem Sie gute Worte sprechen, dass das Gehörte auf guten Boden fällt. Amen. Das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, und das Amen. Auf die Fürsprache des heiligen Benedikt rufen wir zu unserem Herrn und Meister Jesus Christus. Für alle, die die Kirche leiten, dass sie ihr Amt als Dienst am Volk Gottes verstehen,
Dass sie Grenzen überwinden und in Eintracht und Frieden zusammenwachsen. Für die Klöster des Benediktinerordens, dass sie offen und einladend bleiben für alle suchenden Menschen. Für die klösterliche Gemeinschaft von St. Ottilien und unsere Oblatengemeinschaft, dass wir in echter Glaubensfreude unsere Sendung in Heimat und Mission erfüllen. Für unsere Verstorbenen, besonders die verstorbenen Oblaten und Oblatinnen, dass sie von dir in das ewige Leben gerufen werden. Herr Jesus Christus, du bist unser Leben und unser Heil. Dich preisen wir mit dem Vater und dem Heiligen Geist, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, sieh auf die Gaben, die wir zu deinem Altar bringen. Gib, dass wir nach dem Vorbild des heiligen Benedikt an jedem Ort und zu jeder Stunde in deiner Gegenwart leben und so in deinem Dienst die Gaben der Einheit und des Friedens erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Herrn. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und über, immer und für alles zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn hast du den heiligen Benedikt mit deiner Gnade erleuchtet, so dass er sich und seine Söhne dem wahren König weihte und nichts anderes begehrte, als ihm in Treue zu dienen. Du hast ihn dazu erwählt, durch ein heiliges Leben und wunderbare Taten zu glänzen und der große Meister des monastischen Lebens zu werden. Von ihm sollen die Mönche lernen, durch Gebet und Übung der Tugenden, dich und dein himmlisches Reich zu suchen. Deshalb rühmen wir voll Freude deine Gaben und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte dann, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde. Vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Bertram, allen Bischöfen, Priestern und Diakonen, mit allen Frauen und Männern,
die du zu einem Dienst in der Kirche berufen hast. Wir denken heute an die Menschen, die verstorben sind und die einen Platz in unserem Herzen haben. Nimm sie und all unsere Verstorbenen auf in dein himmlisches Reich, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, die wir jetzt hier versammelt sind, dass uns einmal das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit dem heiligen Benedikt und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen, durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Kinder Gottes und Sünders, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, mächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen, und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, wer Ohren hat, der höre. Herr Jesus Christus, schau nicht darauf, wo wir manchmal unsere Ohren verstopft haben, wo Sorgen und Nöte uns zumachen für dein Wort, sondern schau auf den Glauben deiner Kirche, schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. So schenken wir einander ein Zeichen des Friedens und der Gemeinschaft. Gebrochenen Brot unseren Herrn Jesus Christus, der für uns am Kreuz gebrochen wurde und auferstanden ist. Das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird deine Seele gesund. So spricht der Herr, ihr, die ihr alles verlassen habt und mir nachgefolgt seid, werdet ein Vielfaches dafür bekommen
und das ewige Leben gewinnen. Thank you.
lasset uns beten. Guter Gott, du hast uns den heiligen Benedikt als Vorbild für unser Leben gegeben. Lass auch uns immer wieder neu in der Gegenwart Gottes leben, der Liebe zu dir, o Gott, nichts vorziehen. Dazu sei uns Beistand und Hilfe, der du lebst und herrschst durch Christus, unseren Herrn. Amen. Bevor ich Ihnen den Segen gebe, darf ich noch darauf hinweisen, dass Sie im Anschluss eingeladen sind, hier in St. Ottilien sich noch aufzuhalten. Es gibt ein gutes Bier, es gibt aber auch eine Limo, es gibt was Gutes zu essen. Dieses Jahr eine Überraschung, früher hat sie immer den, wie hat er geheißen, Mac? Ottilienburger, aber der ist diesmal anders gestaltet. Auch die Mönche lassen sich ab und zu was anderes einfallen. Es gibt verschiedene, Sie können es auf dem Programm ja auch sehen, Veranstaltungen, Führungen zu bestimmten Zeitpunkten, wo Sie teilnehmen können. Sie können sich auch informieren. Auch die Oblatengemeinschaft hat einen Stand, dass Sie sich mal interessieren könnten, was machen die eigentlich. Vielleicht wäre das auch für mich ein guter Schritt, da beizutreten. Dann ist um 14 Uhr, das steht heute nicht auf dem Programm, ein Vortrag von unserem Bruder Jesaja. Bruder Jesaja, Mitbruder von uns, ist Arzt in Danda und hat dort ein großes Wasserprojekt, glaube ich, auch gestartet. Er wird auf alle Fälle dort den Vortrag halten und ist, glaube ich, ganz interessant. Im Filmsaal ist es gleich neben dem Klosterladen. Für uns ist es ein schönes Fest mit Ihnen, einfach auch verbunden sein mit Freunden und Freundinnen, die in St. Ottilien verbunden sind. Und so ist es für uns auch ein schönes, ja, wie darf ich sagen, ein schönes gemeinsames Fest, weil wir verspüren, dass Sie uns immer auch wieder verbunden sind, dass Sie uns unterstützen. Und das brauchen wir mehr denn je. Danke, dass es Sie gibt und danke, dass Sie uns auch immer wieder unterstützen und dass heute so viele da sind. Da klatschen es die Mönche. Und wie gesagt, bleiben Sie Menschen, die voller Hoffnung sind. Zeige mir, wie du gehst, und ich habe es gestern erzählt. Zeige mir, wie du gehst, und ich sage dir, wie es dir geht. Zeige mir, wie du stehst, und ich sage dir, wie es um dich steht. Zeige mir, wie du läufst, und ich sage dir, was bei dir noch läuft. Also, dass sie so gut aufgelegte Menschen bleiben, dass sie diese Freude im Herzen mittragen. Nicht so ähnlich wie der Vertreter von Telekom, fragt die Sekretärin im Pfarrhaushalt, könnte ich dem Pfarrer sprechen, hat er ein offenes Ohr für mich? Dann hat die Sekretärin gesagt, der ist heute nicht gut aufgelegt, der wird ihm kaum zuhören. Dann sagt der Vertreter, ja, wann ist er denn gut aufgelegt? Dann sagt die Sekretärin, das weiß ich nicht, ich bin erst ein Jahr hier. Dass Sie den Humor nicht verlieren, und dass Sie, möchte Ihnen jetzt den Segen mitgeben, den Segen, der so zum Ausdruck bringt, dass Gott vielleicht nicht alle unsere Wünsche erfüllt, aber dass er zu seiner Verheißung steht und dass Sie zu Gesegneten werden, da wo Sie gute Worte wie Samen ausstreuen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Und nun und bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. So segne euch der gute und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott im Herrn. Dieser Tag ist neu, Gott hat sein Leben.
gonna see. I'm gonna sing when the spirits are sing. I'm gonna see. I'm gonna sing when the spirits are sing. I'm gonna see. I'm gonna sing when the spirits are sing. And obey the spirit of the Lord. I'm gonna see. I'm gonna sing when the spirits are sing. I'm gonna see. I'm gonna sing when the spirits are sing. I'm gonna see. I'm gonna sing when the spirits are sing. And obey the spirit. Thank you.
dir im Haus.